10 Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie im Bus sind. Wieso das denn? Mach einfach. Okay. 10 Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie zu Hause sind. Okay, du hast ja irgendwas erzählt, geschrieben da von den Buddenbrooks. Also das geht gar nicht hier. Das ist ja, als wenn der Bus direkt vor der Nase hält. Die sind schön, das ist ein Film. Nein, das haben wir jetzt alle für dich hergehört. Ja, genau, jetzt machen Sie mal das Brot. Nein, wirklich. Ja, wir suchen mal meine Aufgabe. Wo haben wir das denn? Nein. Mensch, jetzt seid mal ruhig. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Meine Güte. Könnt ihr mal weitergehen? Wir sind auch noch nur. Hallo. Wir haben auch ganz viel. Wir haben auch schöne Geschenke. Wir wollen auch gerne zeigen. Der Busfahrer hat mich auch nicht mehr reingelassen. Er ist einfach weitergefahren. Hey, das ist mein Fall. Heute habe ich Sven in dem Bus gesehen. Er ist ja so süß. Was hast du da bei Nummer 5? Ah ja, dasselbe, gut. Gut bei was, ja. So, bin zurück, Jungs. Freut ihr euch, mich zu sehen, ja? Ja. Ja, das will ich mal offen. Zeig mal, was macht er da? Ausgaben, ja? Ja. If I... Lies, was ist das? If I go by bus. Sag es nochmal. Sag es noch einmal. If I go by bus. Wirklich, nicht so. Guck dir das mal an, hier, dein Bruder, der kriegt mich so halb. Wie kann man so dumm sein, wenn ich kann? Du schaust ja voll. Ich habe dir den Film Speed mitgebracht und dann noch was zu knabbern. Ja, ich habe auch was zu knabbern. Ja, ich auch. Okay, ich fange jetzt schon mal an. Ja. Boah, der Film war voll geil. So, ich muss, glaube ich, auch mal los. Ja, und jetzt komm mit. Ja. Ja, einfach. Dass du uns von der Schule abgeholt hast. Und dass du uns was zu essen mitgebracht hast. Danke, tschüss. Boah, die hat ja nicht mehr alle. Lass mir was mal. Ja, komm mal. Warum macht ihr es dann im Bus?